sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 657. Ausgabe. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und hoffe, dass ihr es vielleicht heute auch irgendwo in der Zeitung gelesen habt oder vielleicht auch auf Spiegel Online. Der Konzern RWE verschiebt eine geplante Preiserhöhung für Strom, weil sie Angst haben, dass ihnen noch mehr Kunden wegrennen. Und die Verbraucherschützer plakatieren derzeit in den größeren Städten in Deutschland: Wechselt jetzt! Im Nachtzug nach Hamburg war das natürlich schon vor längerer Zeit ein Thema, dass man seinen etablierten Strombieter vielleicht den Rücken kehren sollte. Ich bin jedenfalls fest davon überzeugt, dass es sehr viel bringt. Man kann sehr viel Geld sparen und es ist ganz einfach. Man macht es einfach im Internet, geht auf www.stromseite.de, gibt seinen aktuellen Stromverbrauch pro Jahr ein, seinen aktuellen Anbieter von Strom und schon kriegt man eine Liste, wenn man seine Postleitzahl noch dazu eingibt, wer im Ort den günstigsten Strom bietet. Jetzt ist ja der günstigste Anbieter nicht unbedingt der beste, das ist ein alter Hut. Ich bin ja hier bei meinem besten Freund in Sachsen für eine Nacht und mit dem fahre ich natürlich auch morgen zusammen weg, kommen wir aber gleich dazu. Und er und seine Frau, die sind auch, weil sie irgendwie zu phlegmatisch sind auf diesem Gebiet, noch nicht dazu gekommen, den Stromanbieter zu wechseln. Ich habe gesagt, du, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wir gehen ins Internet, wir vergleichen, was ihr derzeit bezahlt bei den Stadtwerken Merane. Da wohnen die. Und dann haben wir den Jahresenergieverbrauch eingegeben und haben gesehen, pro Jahr spart die 300 Euro. Also, mein bester Freund mit seiner Frau und der kleinen Tochter, die sparen 300 Euro pro Jahr Strom ein, wenn sie den Anbieter wechseln. Deswegen mein dringender Rat an euch, kriegt euren Arsch hoch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, kündigt, wenn ihr es noch nicht getan habt, bei eurem etablierten Stromanbieter, wenn er teuer ist und wechselt zu einem günstigeren. Manchmal kann man sogar zu einem günstigeren wechseln, der sogar Ökostrom anbietet und der ist immer noch günstiger als der etablierte Anbieter, der sogar Atomstrom mit im Strommix drin hat. Also da kann man sich echt im Internet sehr gut informieren und ihr könnt natürlich auch über die Nachtzug nach Hamburg Homepage wechseln. Das gilt zumindest für einige größere Städte Deutschlands. Klickt mal auf www.nachtzugnachhamburg.de und dann ist ein Klick zu Nuon. Falls ihr zu Nuon wechselt, dann unterstützt ihr den Nachtzug nach Hamburg mit einem wirklich kleinen Obolus und bekommt selbst obendrein noch 50 Euro Willkommensprämie. Auf jeden Fall haben wir dann hier im Internet den günstigsten Anbieter für diese Familie hier gefunden, haben wirklich in weniger als 3 Minuten den Antrag ausgefüllt, auf Absenden geklickt und zack, das war's. Also, wenn ihr auch nicht zu viel Geld auf eurem Konto habt und sparen wollt, kann ich mich dem deutschen Verbraucherschützern nur anschließen und kann sagen, wechselt doch endlich jetzt. Keine Sekunde länger warten, es ist euer Geld. Wirklich, man kann ja echt eine Menge sparen. Aber ich sprach's gerade rein. Wir verreisen morgen und zwar fahren wir zu Sonne, Mond und Sterne, dem Musikfestival an der thüringisch-bayerischen Grenze, wunderschön an einem See gelegen. Ihr könnt euch im Internet gerne informieren, www.sonne-mond-sterne.de. Da findet ihr unter anderem auch, welche Bands da auftreten. Ich habe hier den Zettel in der Hand, es sind viele geile Sachen dabei. Ich weiß jetzt nicht, auf was die Nachtzug nach Hamburg Hörer so stehen, aber ich sag mal, Lexi und Kay Paul sind natürlich da und nur weil die da sind, bekommen natürlich mein bester Freund und ich auch VIP-Tickets, weil es Freunde von uns sind. Die Fantastischen Vier sind da, Paul van Dyk ist da, ach Gottchen, jetzt weiß ich gar nicht, wer hier, also es sind so viele Bands, ich glaube 120 an der Zahl, die sich angesagt haben, also es lohnt sich wirklich und vielleicht sehen wir uns da ja. Ich verrate mal so viel, ich fahre einen schwarzen 3er BMW, gut, das wissen die Nachtzug nach Hamburg Hörer natürlich, die schon länger mit dabei sind, und der hat als Kennzeichen HH-IO, mehr verrate ich nicht, aus Datenschutzgründen, also vielleicht sehen wir uns ja, der BMW parkt direkt neben unserem Zelt.
Und dieses Musikfest ist letztes Jahr schon der Kracher gewesen. Da waren unter anderem auch Kraftwerk da und Deichkind und auch Westbam und. Auf jeden Fall geht es morgen los. Wir haben hier schon alles gepackt. Wir haben die Bierkästen schon in den Wagen reingestellt. Das Zelt liegt auch schon drin. Das ist zwar noch nicht imprägniert, da regnet es leider ein bisschen rein, aber das machen wir dann alles morgen auf dem Zeltplatz. Und dann gibt es den nächsten Podcast von Sonne, Mond und Sterne direkt. Ich habe diesmal mein kleines Laptop dabei und auch die UMTS-Karte, sodass das eigentlich kein Problem sein sollte. Falls es der UMTS-Empfang überhaupt gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Ansonsten mache ich einen Phonecast und bitte die Simi darum, dass sie den online stellt. Aber mich würde mal interessieren, wer von den Nachtzug nach Hamburg-Hörern jetzt schon weiß, dass er zu Sonne, Mond und Sterne kommt, dann schickt mir eine E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, euch zu sehen. Schaut auf der Homepage vorbei, www.nachtzugnachhamburg.de, und klickt vielleicht auch den Link von Nuon an. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann vom Musikfestival, euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.